Nee, oder? Doch. Nee. Also, nee. Ja, doch. Machen wir weg. Ich setze hier Nicht hinten an. ganz neben dem Wasser. Ich setze hier eine zweite Pumpe hin. So, okay, ja, gut, dann passt ja auch. Kann man Genau. da hinten nichts wegen. Richtig. Boah, ihr seid auf Beinen, ey. Ja, genau. Bau die mal um, genau, da kann man mich so hier durchklatschen. Ja, dann halt nicht. Gut, ja. Das brauchst du da auch. Ja. Dann passt das mich wieder. So. Was macht's? Also, doch meine Arbeit jetzt, okay. Ja, gut. Ich hab die Arbeit geklaut. Bin ich ja arbeitslos. Wie viel Greifarm hast du noch? Acht. Setz mal an jeden Dings zwei Stück. Ja, so, und jetzt können wir langsam die ganze Geschichte mit dem Zeug auch hier rüberholen. Dann holen wir jetzt auch hier den Dings rüber, den Koscher, und bauen die ganze Geschichte jetzt nach und nach um. Ist aber nicht Platz sparen gebaut. Ja, jetzt kommt ja deutlich mehr Erz bei rum. Wir brauchen so einen Flair 6 zum Herstellen. Kannst du selber gucken. 10 Ziegelsteine, Ja, nee, was? 10 Was ich. Rohre, 10 Circuits, 10 Eisen, 5 Eisenplatten. Also teuer oder günstig? Ja, das weiß ich jetzt noch nicht. Also wir haben jetzt in einer Stunde etwa 30 Eisenplatten hergestellt. Und 25 Eisenplatten kostet so ein Flair Stack. Ah, ja, gut, okay. Ja, du siehst, was ich meine, ne? So, davon Man kann. brauchen wir Rückmann jetzt. wieder. Kann man trotzdem Platz sparen da bauen. Ja, wie gesagt, jetzt kriegen wir ja deutlich mehr Dings rein. Deutlich mehr. Ja, So, das hätte eine. den Liquifier können wir jetzt Nicht daran doch einen setzen. Platz sparen zu Hey! bauen, oder? Tobi, warte! Hat er recht? Hat er Was recht? ist. Nee, das geht ja gar nicht. Aber doch, aber den können wir ja so hindrehen. Ich baue das jetzt um. Was? Vielleicht ja keiner. Also, das platzt mal an, gut ist. Platzspanischer. Ah, Tobi, du baust jetzt den Koscher genau dahin, wo dann die weiteren Elektrolyser hinkommen. Ah. So, Mineralwasser. Du brauchtest Mineralwasser. Weißt du, was mich jetzt so schön an der ganzen Geschichte ist? Gucke mal jetzt in den Crystallizer rein. Der macht mich jetzt bedeutend mehr Erze.
Brauchen die beides oder was, um herzustellen, oder wie? Brauchen die vielleicht jetzt beides oder eins von beiden? Wer? Eins von beiden. Ja. Der ist vor. Du musst, Mensch. Nee, du musst nur wegreißen. Du musst den in der Mitte hinsetzen, das geht so nicht. Die kommen nicht hinterher. Weil du musst halt, das Setup muss so aussehen. Du brauchst einen Liquifier, links daneben und rechts daneben einen Crusher für Steine. Wegen Mineralwasser. Anders geht's nicht. Anders geht's. Ich brauche aber auch noch irgendwoher Steine. Ja, du kannst dir dann da rausziehen. Dann machst du einfach oben dran noch einen, der für Steine rauszieht. Müssen wir nur mal gucken, wie man die am besten hinstellt. Ich würde fast sagen so. So. Wie viel Knickarm hast du noch? Da ist noch Zeug drin. Da ist noch weißes Zeug drin. Das klingt komisch, aber egal. Tobi? Knickarme? Ach Stück, komm her. Hier drei rein. Da drei rein. Da drei rein. Komm her. Selber arbeiten. So drei und ein so. Und dann. Und jetzt könnte. Kiste. Das ist ein Rohr immer ab, mein Gott. Ja, Tobi. Was wird das jetzt? Ich hab dir Holz, Mann. Grade. Ja, aber du hattest dann noch dieses. Ja. Jetzt ist da kein weißes Zeug mehr drin. Bitteschön. Gut, ja. Sehr schön. So ein Sturkopf. Ja, nee, bin ich nicht, aber. Es... Nein. Weißt du nicht, was er da rumbaust hier? So, wenn du mal einen Trecker brauchst oder nicht? Könnt ihr das bitte vor der Tür klären? Nein. Nee, das funktioniert nicht. Warum zum Geier bekommst du jetzt kein Wasser? Eins. Warum zum Geier will er jetzt kein Wasser nehmen? Guck doch rein. Oh, okay. Hat er doch genug. Einfach die Pipe neu setzen, Mann. So, und jetzt brauch, wo ist dieses komische Teil hier? Das da. Können wir das da oben drüber setzen? Wenn. Oh ne. Da ist die Stücken rück. Das Ding da, so da ran. Da steht Flausch im Weg. So. Yes. Das ist doch alles rot hier. Ja, da war gerade eben aber nicht rot. Ich war das nicht. Oh, jetzt passt es. Nee, passt es nicht. In der Mitte hat noch keinen Abtransport für Weiß. Lashi, dieser hier braucht noch einen Abtransport für Weiß. Hier, yeah, hallo. Ja, hallo. Du solltest mal ein bisschen geduldiger werden, weißt du das? Nein. Doch. Hat mir noch keiner gesagt. Jetzt bin ich beleidigt. Oh shit, können wir noch einen Crusher bauen? Oh Gott sei Dank. Ich hab noch einen Crusher. Ja, dann setz ich mal da oben neben. Selber. Tobi? Mach selber, hab ich dir gegeben. Achso, hab ich gar nicht mitbekommen. Och, nee. Ja, wir brauchen Eisenplatten. Wir haben keine Knickarme mehr. Ich hol hier oben gerade noch wieder Knickarme. Das hört sich gut an. Ich brauch Käseplatten. Oh, ernsthaft? Jetzt haben wir so platzsparend gebaut, dass ich jetzt einmal außen rumlaufen muss, weil ich nirgendwo mehr durchkomme. Ja. Ja. Halt, komm her hier. Komm. Du komm her hier, da. So, warte mal, der ist doch da. Doch, das müsste noch passen, ne? So, dann brauchen wir da mal
Geht das als Brennstoff? Nein, geht's nicht. Habe ich dir gegeben. Was? Öfen. Der Brennstoff. Das Ding braucht erstmal Feuer. Bleib stehen. Warte. Mensch. Ja. Bleib stehen. So, der weg. So. Ach so, die brauchen auch wieder Brennstoff. Kiste wieder weg. Kiste weg. Dann kriegt ihr jetzt. Hallo. So, ja, er macht mir da. Ja, würde ich ganz gerne. Hast du noch Fließbänder? 44 Stück hast du im Inventar. Oh, Gott sei Dank. Ich habe jetzt schon gedacht, es reicht nicht. Das reicht. So, dann können wir nämlich hier jetzt rein nur für Steine, also für Landfill machen. Wir haben keinen Strom. Ja, wahrscheinlich kein. Also haben schon, aber nicht genug. Nicht genug Treibstoff wahrscheinlich. Ja, ich bastel mal wieder ein bisschen was. Über die ganzen Strommasten in der Gegend rum. Opa! Ja! Stehen bleiben. Was ist das denn? 1 und 7. Das ist eine krasse Aufteilung. Ja. So, vielleicht sollten wir das jetzt nochmal optimieren hier. Ja, Leffi! Sollte ich das sparen da, oder? Ja. Das. Oh, das habe ich den. Also wenn man überall. Das sieht doch schon mal deutlich besser aus. Lässt. Ja. Aber aus. Du hast ein Problem bei deiner Fertigstellung. Hier aus den Crushern müssen die Steinchen noch raus. Aus welchem? Aus denen, die Erze automatisch klein machen. Scheiße! Nö, das ist ja kein Problem. Nein. Da kann man jetzt einfach hier noch einen ransetzen, da noch einen ransetzen. Ich. So. Dann passt das. Mal gucken. Ihr kommt aber hier rechtzeitig hinterher und haut das alles raus, ne? Ja. Das passt soweit. Dann könnten wir ja. Ah, leck mich doch an die Füße. Niemand, der was von Kistenordnung versteht, da. Schlimm. Hast du noch ein bisschen Landfill? Kistenordnung. Moin. Jetzt könnte es kuscheliger werden, aber es könnte funktionieren. Ja, ich sehe das schon. Das wird eng. Müsste man hier eins. Du musst bedenken, zwei Stück müssen da noch ran zum Dings, ne? Ja, die versuchen hier gerade nach da oben hinzuleiten. Na gut, hier müsstest du ja. Genau, hier müsstest du. Ne, ein zu weit. Ein zu nah ran. Der muss hier ran, ne? So müsste es bei dir ankommen. Na gut, dann kann man es gleich. Genau. Kann man es gleich so machen, ja. Richtig. So, und das Weiße, das könnte. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Und beim Weißen könnte es jetzt echt interessant werden. Wenn man
Hoppa. Das Fließband ein bisschen anders baut, könnte man. Ja, komm mal 2 Meter hoch. Warte. Hochgehen. Warte. Ich hab Kupfer für dich. So müsste es ja. Ein runter. Nee, ein noch weiter. Also ein noch, dann geht's ja. Wenn man dann nochmal so ein Ding baut, dann könnte man da hochgehen. Wenn man da nochmal. So. Oh Mensch, nur rennt er mir schon wieder davon. Ja, warte doch mal. Wir haben ein bisschen Geduld. Ja, genau. Kupfer und Eisen, bitteschön. Das, was du am dringendsten brauchst. Davor rennst du weg, wa? Oh, warte mal, was das. Stromkäbelchen, also wenn wir den jetzt noch da drunter setzen, dann können wir hier noch einen weitergehen und dann müssen wir jetzt das Ding da einstellen. Und dann könnte es unter Umständen passen. Wenn wir jetzt zum Beispiel den. Ne, passt es nicht. Aber der müsste ja dahin. Würde das theoretisch reichen, wenn hier nur ein Arm ist? Okay, ein Arm reicht da auch, dann passt es. Dann können wir hier noch einen runtergehen. Wir haben eine ganz schöne Umweltverschmutzung, wa? Dann passt es jetzt aber. Dann kannst du den und daran sitzen gehen. Und dann so rum. Ja, oh Gott sei Dank. Ja, das sind jetzt solche Sachen, wo du dann denkst so, oh, verdammt. Könnten echt noch ein paar mehr Steine bei rumkommen. Aber jetzt haben wir wenigstens mit 4 Dingern haben wir jetzt so viel, dass jetzt wenigstens Leck nach hinten durchkommt, dass es auch Steine gibt. Die ich mir sofort unter den Nagel reiße. Und dann können wir den Weg ja für Dings zubauen. Und dann steht er da. Oh ne, man kommt noch durch. So, jetzt brauchen wir Strom. Beziehungsweise Pellets. Ja. Platz sparen bauen. Ja, hab ich. So, also, wir brauchen hier grüne Algen und grüne Algen. Das heißt, wir brauchen da oben Mineralwasser. Nein, Mineralwasser stellen wir da unten. Nein, das passt nicht mehr. Nein! Okay. Der Flairstack muss da weg. Der weiße Flairstack kannst du dahin? Ja, kannst du. Du musst. Das ist noch möglich, ja. Das würde noch funktionieren. Du nämlich musst noch weiter nach rechts laufen. Könnte man sogar da rausgehen. Man könnte sogar nach genau. Rausgehen. Das richtig, genau. Ja. Man muss halt nur einen nach oben. So, dann passt. Oh shit. So, und dann. Achso, dann drehen wir den einmal um. Du machst das da. Ah ja, warte mal, da unten noch. War noch machbar. Was ist hier los? Ah ne, shit, kein Mineralwasser, du solltest ja die da machen. Klaus du irgendwie die Dinger raus da? Hast du Lämpfel? Nein. Warum nicht? Was machst du überhaupt die ganze Zeit? Den ganzen Tag? Stehst du nur vor einer Ecke rum, machst gar nichts. Land besorgen. Das da. Strom.
Du hast Strom. Hinter den Elektrolyzers da. Da mache ich wieder genug Platz. Ne, da brauchst du keinen Platz. Ja, natürlich, irgendwann schon. Wir brauchen jetzt erstmal hier oben. Hier oben mal noch zwei Reihen ran. Sag ich mal, von Offshore-Pump zu Offshore-Pump. Klappt die Reihenfolge so? Ja. Hier muss dann halt erst noch eine Fabrik nochmal dazwischen, wenn wir es dann so haben. Ja, genau. Aber dafür brauchen wir erst die Automatisierung.